Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt ein Mann. Und dieser Mann ist niemand Geringeres als der Chef unserer Landesregierung, Bodo Ramelow. Der hatte eigentlich gedacht, dass nun letzte Woche im Landtag über den Haushalt abgestimmt werden könnte, aber leider Pustekuchen. Und warum das nicht geklappt hat, das hat viele Gründe. Grund Nummer eins. Es ist das Gleiche wie zu Hause, wenn man mehr Geld ausgibt, als man hat, sagt die Bank oder die Oma irgendwann, oh nö, ich borg dir nichts mehr. Aber Gott sei Dank hat man ja noch den Notgroschen irgendwo unter dem Kopfkissen versteckt, dann nehmen wir eben den. Och nö, sagt dann die bessere Hälfte, davon wollten wir doch mal in den Urlaub oder unsere Gasrechnung bezahlen. Könnten wir denn nicht einfach versuchen, etwas weniger auszugeben? Und da sind wir auch schon bei Grund Nummer zwei. Ganz schön viele Ausgaben, die da so anfallen. Lehrer, Polizisten, Beamten, Pensionen und dann sogar noch die Beamten, die arbeiten oder zumindest hingehen. Alle wollen sie Geld und zwar unterschiedlich viel. Man kann sagen, ein Staatssekretär sind drei Polizisten oder fünf Grundschullehrer. Aber es ist am Ende doch ein beachtliches Sümmchen. Und der Bus kostet Geld und die Bahn auch und die Verwaltung selber. Ja, selbst denn das Ausrechnen, wie viel etwas kostet, das kostet Geld. Also mit einem kleinen bisschen Ungeschick frisst sich das Geld von selbst auf hier in Thüringen. Jeder Klimaforscher wäre stolz, wenn das mit CO2 auch ginge. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel am Thüringer Haushalt. Ja, was war denn noch so los vergangene Woche? Ach ja, es war bundesweiter Warntag. Da wurde mal wieder geguckt, ob alle Sirenen noch festgeschraubt sind oder schon wieder geklaut. Vor zwei Jahren blieb es ja vielerorts stumm, weil man zwar einen Sirenenknopf irgendwo hatte, aber keine Sirene mehr angeschlossen war. So ist es übrigens heute noch an vielen Orten. Deshalb blieb es auch hier und da ruhig. Also nicht erschrecken, wenn Sie in Ilm-Kreis oder im Kreis Hildburghausen, im Saale-Orla-Kreis oder im Unstrut-Hainich-Kreis nichts gehört haben. Da wackelt immer noch jemand am Kabel. Aber trotzdem ging der Warntag nicht spurlos an uns vorbei. Um 11 Uhr Donnerstag letzte Woche hakelte es Push-Nachrichten aufs Handy. Die Polizei fuhr rum und hat Lautsprecheransagen gemacht. Und auch im Radio und im Fernsehen gab es Warnungen. War aber alles nur Probe, gell? 11.45 Uhr war dann der ganze Zauber vorbei, dann hagelte es wieder Endwarnungen und dann war es am Abend egal, welchen Sender man eingeschaltet hatte. Alle haben darüber berichtet, dass der bundesweite Warntag am 8. Dezember ein voller Erfolg war und viel besser als der vor zwei Jahren. Also nicht verrückt machen lassen und ganz gelassen bleiben. Ich wollte Sie ja auch nur warnen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das nächste Hochwasser sich auch zwei Jahre lang planen lässt. Musik von Juno 17. Alles, was ich niemals war, liegt heute vor mir ziemlich klar. Alles, was ich heute fühl, fühl ich im Grunde wegen dir. Auch wenn du's nicht gerne hörst, bist du der wahre Grund dafür, dass ich nach allem hin und her zum ersten Mal auch etwas spür. Weil man fühlt, dass es richtig ist, wenn's überhaupt keine Fragen gibt. Wenn alles stimmt, jeder Schritt eine gute Geschichte ist, volle Kraft voraus, weil du weißt, dass alles richtig ist, alles halb so schlimm, weil ich immer weiß, dass du jede der Wellen brichst. Nur wegen dir brechen sie uns nicht, brechen sie uns nicht. Dein Löwenherz schlägt laut und wild, du bist ihr Schwert und auch ihr Schild. Du hältst die Fäden lang zusammen, wenn er sie nicht mehr halten kann.
dank eurer Liebe und dank dir schon 50 Finger am Klavier. Und ziehen sie irgendwann mal aus, ihr Heimathafen, dieses Haus. Wenn du weißt, dass es richtig ist, weil's überhaupt keine Fragen gibt. Wenn alles stimmt, jeder Schritt eine gute Geschichte ist, volle Kraft voraus, weil du weißt, dass alles richtig ist, alles halb so schlimm, weil ich immer weiß, dass du jede der Wellen brichst. Nur wegen dir brechen sie mich nicht. Du bist das Beste, was ich hab. Ich feier diesen Tag. Ich bin die beste Version von mir selbst, seit ich dich trag. Wenn alles stimmt, jeder Schritt eine gute Geschichte ist, volle Kraft voraus, weil du weißt, dass alles richtig ist. Wenn alles stimmt, jeder Schritt eine gute Geschichte ist, volle Kraft voraus, weil du weißt, dass alles richtig ist. Alles halb so schlimm, weil ich immer weiß, dass du jede der Wellen brichst. Nur wegen dir brechen sie mich nicht. Brechen sie uns nicht. Als Walter Ulbricht den Kapitalisten an Rein und Ruhe noch die widerliche Fratze des Kapitalismus vom Gesicht reißen wollte, da war gar kein Maskenball. Aber ungerecht war es doch schon so ein bisschen, denn die Bewohner von Oder oder Elbe, die durften ihre Fratzen weiter tragen. Jetzt, nur ein paar Kanzler später, ist der Maskenball wieder nur regional begrenzt. Während zum Beispiel Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abschafft und Bayern immerhin darüber nachdenkt, wird genau zwischen den beiden Ländern weiter auf die Maske bestanden, nämlich hier bei uns. In Thüringen bleibt alles, wie es ist. Und jetzt kann man gerne schimpfen und Meinung haben für oder gegen Maske, aber irgendwie komme ich nicht mehr ganz mit. Wurde denn nicht mit Pauken und Trompeten in Berlin ein Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das es möglich machen sollte, regional auf Ausbrüche zu reagieren, und das Gesetz sollte auch den berühmten Flickenteppich vermeiden. Und was haben wir jetzt? Genau den Flickenteppich, zu Englisch Patchwork, aus FFP2. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie fahren mit einem ICE von Halle an der Saale nach Nürnberg. Geht, theoretisch ist das möglich. Da steigen Sie unmaskiert ein, aber spätestens in Buttstedt, wo noch nie ein ICE gehalten hat. Da heißt es dann, Maske auf. Und dann schauen Sie etwa 70 Minuten schweigend aus dem Fenster, bis Sie hinten Sonneberg und vorne Coburg sehen. Und dann heißt es, Maske wieder runter. Außer im Bordbistro, da darf man zum Essen oder Trinken die Maske auch kurz absetzen. Aber das ist ja eh zu, die Mitarbeiter sind krank. Und das ist wieder der Beweis, dass wir gar keinen Kanzler brauchen, wenn wir doch 16 kleine Könige haben. Hallo und herzlich willkommen zum Euro-Jackpot von Lotto Thüringen. Ich gebe Ihnen heute wieder die Gewinnzahlen bekannt und drücke schon jetzt ganz fest die Daumen, dass Sie die richtigen Zahlen im Euro-Jackpot getippt haben. Vorher will ich Ihnen aber noch von einem Hobby erzählen, das gar nicht so langweilig ist, wie manche vielleicht denken mögen. Briefmarken sammeln. Die Jagd nach besonders wertvollen Stücken kann durchaus spannend sein. So sind die teuersten Briefmarken der Welt mehrere hunderttausend bis Millionen Euro wert. Zum Beispiel die blaue und rote Mauritius oder der Fehldruck der sogenannten Baden-Neuenkreuzer.
Die blau-grüne Marke sollte eigentlich rosa sein. Nur 3 Exemplare des Fehldrucks sind bekannt. Und auch letzte Woche sind zum weltweiten Tag der Briefmarke wieder spannende Sondermarken erschienen. Mit dieser Info habe ich jetzt für Sie noch die Euro-Jackpot-Gewinnzahlen vom 13. Dezember. Wie immer ohne Gewähr. Ich hoffe, dass das Ihre Zahlen waren und Sie gedanklich damit anfangen können, Ihre erste Briefmarkensammlung anzulegen oder, wenn Sie schon im Briefmarkengeschäft sind, aufzustocken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Wenn Sie übrigens mal nicht in eine Lotto-Annahmestelle gehen möchten, können Sie Ihren Tipp auch ganz einfach online unter lotto-thüringen.de abgeben. Und um welchen Jackpot es am Freitag geht, das erfahren Sie jetzt. Na, Ono. Gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 17 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Toi, 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 die Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und hier geht's jetzt weiter mit Nonsenf und Daniel Ebert. Schüler sein ist gar nicht schwer, Lehrer werden aber sehr. Und hier in Thüringen fehlen jede Menge davon, also Lehrer. Das liegt zum einen daran, dass ich einen Lehrer bewerben muss und die Zusagen aus Hessen oder Bayern einfach schneller sind als die aus Thüringen. Es ist aber auch blöd, wenn ein Amt und Geschwindigkeit Hand in Hand gehen sollen. Aber dafür gibt es ja noch Seiteneinsteiger. Bisher müssen Seiteneinsteiger in Thüringen einen Uni-Abschluss vorweisen, wenn sie Lehrer werden möchten. Und da ist es auch erstmal fast egal, welche Uni. Aber Bildungsminister Helmut Holter will das jetzt ändern. Einen entsprechenden Vorschlag, den will er demnächst vorlegen. Man beachtet die sehr genaue Zeitangabe. Erstens, warum sagt er das nicht, wenn das Ding fertig ist? Wenn er seinen Vorschlag hat, kann er sagen, hier ist mein Vorschlag, niemand muss warten. Und zweitens, aha, was braucht man denn jetzt, wenn man keinen Uni-Abschluss mehr braucht? Reicht's, wenn man das Wort Lehrerzimmer vom Wort Sommerferien unterscheiden kann? Reicht ein einfacher Test aus? Sollte man auch was vom Fach verstehen, das man später unterrichtet? Das wohl auf jeden Fall, denn die pädagogischen Grundlagen, die gibt es dann in einem Schnellkurs, ich will jetzt nicht Crashkurs sagen, später. Denn offiziell heißt dieser Kurs Vorbereitungsdienst. Und es hat auch ziemlich viele Vorteile, wenn der ehemalige Metzger jetzt Kunst unterrichtet. Es wird zwar weniger gemalt, dafür aber viel mehr modelliert. Da zaubern jetzt 20 kleine gehacktes Michelangelos wunderbare Exponate, die dann am Ende sogar noch schmecken. Die Venus 5 Kilo. What?
Sebastian Dracu hier bei Nonsenf. Diese halbstarken Rabauken und Rotzlöffel wieder, eieiei, das hätte es unserer Zeit nicht gegeben. Wir waren froh, wenn wir ein Auto hatten und es wurde dann aber auch geschont. So oder so ähnlich würden sich die Kommentare aus Omas Sicht anhören, wenn sie die Nachricht gelesen hätte. Also die mit den jungen Menschen und den Autos auf dem verschneiten Parkplatz in Oberhof am vorletzten Wochenende. Da haben die sich da zu Hunderten ein bisschen getroffen und die Autos umhergewedelt. Das heißt driften. Für alle, die nicht wissen, was driften ist, man fährt eine leichte Kurve und dann zieht man abrupt die Handbremse an. Und dann rutscht das Auto hinten rum und vorne fährt es weiter. Und wenn man Chuck Norris ist, kann man genauso einparken. Dazu gehört aber ein bisschen Übung. Zwei Sachen regen mich leicht auf an diesem Thema. Erstens, der Parkplatz in Oberhof, der war menschenleer. Niemand wurde verletzt. Trotzdem löst die Polizei das Geschehen auf, als wäre gerade der Russe einmarschiert. Weil ein Auto ist eben nicht zum Rutschen da. Dafür gibt's Schlitten. Wer driften will, der möge das wann und woanders tun. Schade irgendwie, aber sei es drum, so ist nun mal die Straßenverkehrsordnung. Aber was mich am meisten aufregt, ich habe beim Autokauf sowas von nicht nachgedacht. Und erst jetzt ist es mir aufgefallen, mit einem Automatik kann man nicht mehr driften. Schon gar nicht, wenn das Ding keine echte Handbremse mehr hat. Ja, gut, dafür kann ich fancy LED blinken. Aber driften kann ich leider nicht mehr. Schade. If you don't wanna see. Did a full 180 crazy, thinking by the way I was, did the heartbreak change me, maybe, but look up where I ended up, I'm on good tour, already so we've done it scary, I'm not where you left me at all. On the other side, I'm on good tour.